Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem schönen Alanya. Wir haben es schön, ein bisschen bedeckt da hinten. Ja, ein bisschen blöd dieses Jahr. Letztes Jahr war deutlich schöneres Wetter, fand ich. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz auf was eingehen, was mir in letzter Zeit sehr aufgefallen ist und wo wir alle ein bisschen aufpassen müssen. Ich bin da auch nicht von ausgenommen. Muss mir da auch an meine eigene Nase fassen, vor allem früher, wie ich früher war. Und zwar der deutsche Finger. Ja. Das fällt mir jetzt auf, seitdem ich hier im Ausland lebe und immer, wenn ich ein Video mache, wo ich sage, ja, pass doch mal auf in Deutschland oder guck doch mal oder uns geht's hier gut oder so. Da kommt immer der deutsche Finger von einigen Leuten und ich war früher auch nicht anders, aber ich will euch noch mal kurz ein bisschen davor warnen, den deutschen Finger vielleicht nicht zu benutzen. Was ist der deutsche Finger? Wir werden erzogen, vor allem von den Medien, von deutschen Medien, vielleicht Tagesschau und ZDF, irgendwelche Dokumentationen, die wir gucken, die Auswanderer und sonst irgendwas. Das erzieht uns dazu, den deutschen Finger zu benutzen. Dieser deutsche Finger ist nämlich, um auf andere zu zeigen. Ja, ich habe ja gestern ein Video gemacht zum Thema, dass es mir Sorge bereitet, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland so hoch gehen. Und da kamen ganz viele Kommentare so, ja, aber die Türken, die leiden auch und nur dir geht es so gut, weil du ja Euro hast und die Türken, die können sich das auch nicht leisten und so. Habe ich ja gar nichts dazu gesagt, ja. Dieses Zeigen auf andere und dieses Relativieren, ja, und überall anderes ist es schlechter als bei uns, ja. Und das ist erzogen. Das ist uns antrainiert worden von den Medien, zu sagen, ich ziehe nach Thailand, oh, das ist eine Militärdiktatur. Ich ziehe nach Mexiko, oh, das ist viel zu gefährlich. Ich ziehe nach Mallorca, oh, da sind nur Versager. Oh, ich ziehe in die Türkei, oh, da ist eine Diktatur. Und da ist die Inflation so hoch. Und ich ziehe in die Niederlande, ja, kannst du doch gleich in Deutschland bleiben. Das ist eine Technik, die man den Leuten eingepflanzt hat, damit sie immer denken, woanders ist es schlechter als zu Hause. Und das ist halt echt doof. Ja? Ich habe noch von keinem unserer Zuschauer hier, die in anderen Ländern leben, hier sind ja Leute, die schreiben aus Mexiko, die schreiben aus Rumänien, die schreiben aus Bulgarien, die schreiben aus Thailand, von den Philippinen. Ich habe noch von keinem von denen gehört, ja, du hast recht oder ihr habt recht, das ist total kacke im Ausland, ich komme bald wieder zurück, ich bin froh, wenn ich bald wieder in Deutschland bin. Nein, die Leute schreiben einfach, es ist ganz anders als gedacht, ja. Meistens schreiben, es geht ihnen da deutlich besser, sie fühlen sich freier, sie fühlen sich besser, sie fühlen sich gesünder und sie fühlen sich nicht mehr so gestresst, ja. Und das ist so eine Sache, das ist uns anerzogen worden. Ich glaube nicht, dass die Deutschen von Natur aus so sind. Entweder ist es etwas, was über die Jahrhunderte so gekommen ist, dieses Erheben über andere und alles immer runterziehen und relativieren, anstelle zu sagen, ja geil, dass es in der Türkei günstiger ist und man da frischere und bessere Sachen kaufen kann. Nein, muss man sagen, ja, die Leute können sich das da auch nicht leisten und die verdienen dann nur 150 Euro im Monat. Bullshit. Das stimmt überhaupt nicht, hin und vorne nicht. Ja? Einer hat einen sehr guten Kommentar hier geschrieben in dem Video von gestern. Die gehen immer davon aus, dass man von diesem Grundeinkommen redet, nicht Grundeinkommen, von dem Mindestlohn. Ja? Die wenigsten kriegen hier Mindestlohn. Das sind 7 Millionen von 85 Millionen. Ich beziehe mich jetzt auf den Kommentar, weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen. Ja? Und die meisten Leute verdienen deutlich mehr als der Mindestlohn. Hier gibt es 85 Millionen Einwohner in der Türkei. Bald wird die Türkei auch Deutschland überholen, weil hier werden noch Kinder geboren. Nicht so viel wie früher, aber es werden Kinder geboren. Und die Leute verdienen hier mehr Geld, als ihr dann immer in den Medien gesagt bekommt. Natürlich geht es den Leuten hier auch schlecht. Und gerade in Alanya ist es so, dass die Preise hier natürlich hochgegangen sind für Mieten und für Wohnungen. Aber das ist halt normal, wenn du einen Kernort hast, der so teuer wird. Versuch mal in Frankfurt oder in München oder in Stuttgart eine Wohnung zu kriegen im Stadtzentrum oder im Gürtel, wo wir jetzt sind. Das kannst du gerade mal vergessen. Als, oder ein Einfamilienhaus als Familie wie wir. Selbst da, wo wir gewohnt haben in Deutschland, ich kann mir nie wieder ein Haus in Deutschland leisten. Wir haben unser Haus ja verkauft. Mir ist bewusst, ich kann mir keins mehr kaufen. Es ist vollkommen unmöglich, ja, weil wir das Geld, ja, selbst das, was wir jetzt gekriegt haben, haben unsere Schulden bezahlt und ich könnte mir jetzt einfach kein Haus mehr kaufen. Das geht einfach gar nicht. Ne? Also, das ist schon hart, ne, wenn man sich das überlegt.
Und deswegen, dieser deutsche Finger, der geht mir tierisch auf den Senkel. Und ich finde, ihr solltet euch mal teilweise auch mal an die eigene Nase fassen. Ich war ja früher nicht anders. Ja? Da hat die Alexander auch gesagt, ja, lass uns doch mal gucken, ob wir dann vielleicht da oder da mal hinziehen oder so. Und ich so, nein, Quatsch, das ist doch blöd. Und mit den Schulen und mit dem Abitur und vielleicht mit dem Wetter und dann mit dem Geld und dann mit der Sicherheit und so. Hinfahren, ausprobieren und da, wo man halt hängen bleibt, wo es einem gut geht, da auch bleiben. Ja? Wollte ich nur mal loswerden, aber dieses von oben herab immer dieses Erheben über andere, ich glaube nicht, dass die Leute, die uns hier zugucken, von Natur aus so sind. Das sind einfach antrainierte Techniken, damit man seine Schnauze hält und weiter in seinem Job bleibt und nichts hinterfragt, weil überall anders ist es nämlich noch viel schlechter.